Ems. Und klatsch, der Reifen ist unten. Den muss ich jetzt bestimmt auf dieses Ding da legen, dass dieser Schalter aktiviert wird und ich diese Kiste runterschieben kann, um da hinten hochzukommen. Irgendwie so wird das funktionieren. Auch nicht. Aber wie soll bitte der Reifen das halten? Knopf. Wir brauchen die Kiste. Ich habe schon fast gedacht. Aber wie komme ich da ohne Kiste rauf? Und ohne dass ich sterbe. Obwohl, vielleicht kann ich ja auch einfach das Zahnrad runtergehen. Ich wusste es, wir brauchen die andere Kiste natürlich auch noch. Also gehen wir hier hoch wieder, jumpen auf das Zahnrad und laufen entgegengesetzt runter, holen uns die Kiste, schieben die auch da drauf und freuen uns unseres Lebens, dass wir da sind. Naja. Ich wollte sie noch mitnehmen. Wir sind da.
Nein, ne? Nein. Das ist Strom. Strom finden wir toll. Aber ich glaube, ich weiß auch, dass das schon so funktioniert. Aktivieren, renne mein Leben. Ja, hallo? Wie schnell bitte bist du, Kette? Da muss ich sie erst in Schwingung versetzen. Oder auch, kann ich nicht. Schwingung versetzen und auf den richtigen Moment hoffen. Aber die Idee war richtig. Also, ich habe nur aus Versehen die falsche Taste betätigt, was natürlich sehr okay ist. Ich frage mich, wo es denn da hin geht. Da, Mann, ey, warum hätte ich immer die Taste gedrückt? Ich könnte gerade sowas von kotzen. Sicherheit. Obwohl das auch nicht gerade sehr sicher aussieht. Dann kann man hier runterfallen lassen. Genial, einfach genial. Geile Atmosphäre. Und Mann, wie hätten wir das jetzt nicht gemacht? Wäre auch alles toll gewesen. Warum stelle ich mich immer in so Sachen an, die fallen können? Ja, nochmal. Diesmal stellen wir uns etwas weiter weg, weil Hier hinten stehst du, mein Freund. Hier, du kriegst das Ding nochmal auf den Kopf. Da habe ich Angst, dass es sich auch weiter drehen wird. Wenn wir uns nicht ein bisschen beeilen. Gottverdammte. Genau. Und wir sind am Ende. Magnetismus. Aha. Ja. Das Rätsel machen wir noch und danach beende ich Stimmhart. Wir müssen wahrscheinlich das Ding genau hier hinschieben und unseres Lebens freuen, hier hinlatschen und genau im richtigen Moment diesen Schalter aktivieren. Okay, es ist doch nicht so leicht, wie es aussieht, weil der Schwanz hat Böses. Ich denke mal. Nein, anders. Komplett nach oben schieben. Sofort diesen Button drücken, da hochjumpen. Ja! Anhalten. Oder ist so drin?
perfekt. Geht ja schon gut los. Ich liebe Sachen, die auf Zeit sind. Ich hab schon mal gesehen. Dann. Zu früh. Boah, ey. Jetzt reicht. Das ist doch schon ausgerechnet. Ja. Komm ich hier noch ran? Ja. Ein Hebel mit einer Kreissäge, das freut uns natürlich, aber das sehen wir erst im nächsten Part wieder. Und es wieder heißt Let's Play Limbo. Bye bye.